Herr Friedel, bleiben wir erst noch mal in der Stadt. Und zwar ging der Trend vor Corona ja massiv hin zur Urbanisierung. Und es entstanden da auch Vorzeigemodelle, wie zum Beispiel der Münchner Domagpark. Also so wirklich der Wow-Effekt. Also da befinden sich Wohnungen für alle Einkommensgruppen. Da gibt es Läden, Büros, auch soziale, kulturelle, nachbarschaftliche Nutzung von Räumen. Da gibt es Elektroroller, Carsharing, ich weiß gar nicht was alles. Ist das immer noch Wohnen in der Zukunft? Ist das immer noch der Trend? Ja, vor wenigen Jahren war es ja noch Utopie. Die Konversion, Nachnutzung vom Militärgelände, der Domagpark auf dem Gelände der ehemaligen Funkkaserne, ist ein hervorragendes Beispiel, das Sie jetzt genannt haben. Die Konversion Fliegerhorst Fürstenfeldbruck, die bei mir im Landkreis auch ansteht, steht in nächster Zeit an. Und da ist einfach erhebliches Entwicklungspotenzial, dass die Kommunen nutzen müssen. Realisierung, die Realisierung von modernen Wohn- und Gesellschaftskonzepten in einer städtischen Umgebung. Ich sage nochmal, im Domagpark ist es hervorragend gelöst. Die auftretende Frage allerdings dabei ist, ob diese Konzepte sich auch in mittelgroßen und kleinen Städten oder Dörfern realisieren lassen. Das zu lösen, sind große Herausforderungen für die Bürgermeister und die Ratsgremien. Die Gleichheit der Lebensverhältnisse von Stadt und Land. Das ist eine Generationenaufgabe. Ich sage nur Infrastruktur, Breitband, ÖPNV, Herr Rosenbusch und vieles mehr. Das Arbeiten und Wohnen wieder näher beieinander. Homeoffice zu Hause oder in Wohnungen im Betrieb. So stelle ich mir das vor. Denn das bedeutet Umweltschutz, denn Vermeidung der individuellen Pendlerströme bedeutet auch Erhöhung der Lebensqualität für alle. Sie haben Homeoffice angesprochen, Herr Friedel. Wie wird denn in Zukunft das Verhältnis von Gewerbe und Wohnen sich beeinflussen? Werden vielleicht Büroräume zu Wohnungen umgebaut, weil man vielleicht gar nicht mehr so viele Büros braucht? Ja, Professor Thierstein, hat jetzt schon einiges angesprochen. Wir Freie Wähler haben am 4. Februar 2021, weil wir die Situation erkannt haben, haben am 4. Februar 2021 auf meine Initiative hin einen Antrag im Bayerischen Landtag eingebracht mit dem Titel Homeoffice bringt Leerstände bei Gewerbeimmobilien, bezahlbares Wohnen durch Nutzungsumwandlung. Wir wollen die Umnutzung erleichtern und für Kommunen Hürden abbauen, weil wenn ich mich jetzt in München umsehe, wie viele zigtausende Quadratmeter Gewerbe- oder Büroräume leer stehen oder auch Neubauten von Büroflächen vor der Fertigstellung sind, die immer noch dann vermutlich auf Mieter warten. Ich will mal ein Beispiel bringen. Ich stell mir vor, hat jetzt eine Firma Betrieb oder Bürogebäude, da arbeiten 100 Menschen drin, vor Corona in die Büros, in der Pandemie jetzt mittlerweile. Ja, Homeoffice arbeiten nur noch 30 dort. Jetzt hat der Betrieb erkannt, na ja, mit den 30 funktioniert eigentlich der Betrieb ganz gut. Die anderen können ja weiter, auch nach Corona, ja, im Homeoffice arbeiten. Und dann stelle ich mir eben vor, dass die Räumlichkeiten, die dann künftig dann leer wären, dass die dann in Betriebswohnungen umgebaut werden und dass die ein oder andere Mitarbeiter eben dann von dort aus sein Homeoffice betreibt, gerade in der Stadt, wo auch beste Internetanbindungen auch vorhanden sind. So wie der Professor Thierstein eben auch gesagt hat, das wird in den Städten stattfinden. Wir brauchen deswegen einen Bürokratieabbau zur Realisierung, wir brauchen weniger strenge Emissionsauflagen und müssen mehr Betriebswohnungen zulassen. Da gibt es ja sowieso andere Emissionsauflagen bei Betrieben im Gewerbebereich oder Mischgebieten als wir im reinen Wohngebiet. Ich nenne jetzt nur mal als Beispiel große Städte wie Paris, Barcelona oder New York. Und in München werden jetzt auch schon erste Projekte begonnen. Ich denke, nur so, wenn man die leerstehenden Büroimmobilien schnell umwandeln, Hürden abbauen zum Umwandeln in Wohnungen,
Nur so bringen wir auch den Druck aus dem Kessel der hohen Mieten in die Ballungsräume, jetzt bei uns in Bayern, München, Nürnberg, Augsburg oder Ingolstadt, und haben wir dabei auch eine Chance, bei der Umwandlung einen gewissen Prozentsatz in Sozialwohnungen zu schaffen. Das ist meine Vision als Politiker. Klingt nach einem sehr guten Modell, Herr Friedel. Herr Rosenbusch, durch Corona sind ja sehr viel weniger Menschen in den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs gewesen. Also ich muss gestehen, ich habe es auch weniger genutzt, es tut mir leid. Da haben Sie echte Einbußen gemacht. Haben Sie Angst, dass das in Zukunft vielleicht wirklich so ist, dass sehr viel mehr Menschen einfach von zu Hause aus arbeiten und sehr viel weniger öffentlich fahren? Also erstmal nein, gar nicht. Ich würde vielleicht noch einmal ganz kurz an Herrn Friedel anknüpfen. Das Thema mit dem günstigen Wohnraum darf man nicht unterschätzen. Also wir sind, oder die Deutsche Bahn und wir haben unterstützt, sind auch dabei, zum Beispiel zu überlegen, ob man nicht auf Park-and-Ride-Parkplätze einfach Werkswohnungen bauen kann. Weil so ein Busfahrer kann sich heutzutage, ehrlich gesagt, kann eine Wohnung in München nicht mehr leisten. Also ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Das Thema günstiger Wohnraum, wo immer möglich, muss wirklich angegangen werden, um einfach da Möglichkeiten zu schaffen. Jetzt wieder zurück. Und ich glaube, wir brauchen auch in Zukunft noch viele, viele Busfahrer mehr und Lokführer mehr, weil der Homeoffice-Trend ja kein 100-zu-0-Effekt ist. Also der Professor Thierschein hat es gesagt, man ist 2 Tage im Büro und 2 Tage zu Hause oder 3. Aber die Mobilität wird zunehmen. Sie nimmt nicht mehr so stark zu im Pendlerverkehr, das ist klar. Aber sie wird meines Erachtens massiv zunehmen im Freizeitverkehr in den nächsten Jahren, noch viel mehr als bisher, weil durch das Homeoffice natürlich die Leute auch noch viel mehr Zeit haben. Also das, was quasi der meiste Mensch früher immer am Samstag gemacht hat, macht er jetzt Freitagnachmittag, weil er sich die Pendelzeit spart. Wir sind außerdem eine alternde Gesellschaft. Wir werden künftig viel mehr Rentner haben, die einfach schlicht und ergreifend auch mehr Zeit haben, trotzdem mobil sind. Und wir haben natürlich auch noch den Zuwachs in der Region, sodass das Thema Mobilität den Großraum, den gesamten, ich sag mal Oberbayern, aber ehrlich gesagt auch Franken mit Nürnberg, ja, das wird uns umfassend in Würzburg bis nach Frankfurt, das Thema Mobilität wird uns umfassend beschäftigen, Homeoffice hin oder her. Ich glaube, am Schluss in 1-2 Jahren werden wir beim Mobilitätsbereich da keinen Unterschied mehr zu heute sehen, außer, dass es morgens um 7 Uhr nicht mehr so voll ist, sondern sich das mehr über den Tag verteilt.